sind heute hier auf dem Sommerfest von der Ditib-Moschee Mevlana in Fürth und wir wurden eingeladen von Refet Avci. Ja, sehr hoş geldiniz. Mein Name ist Mohamed Babat. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, bin 30 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Töchter, die sind 7, Zwillinge. Ja, und bin jetzt heute da, um ein bisschen was zu essen, ein bisschen sich zu unterhalten, Tee trinken und dass die Kinder auch ein bisschen Spaß haben und weiter auch ein bisschen so mit dem türkischen Tradition sich auch noch auskennen. Wir sind ja heute hier bei dem Festival von Ditib-Moschee und ich wollte mal fragen, was Sie hier heute machen. Also wir verkaufen Adana und wir haben halt Stand. Das ist halt für Moschee alles gedacht. Wir wollen Spaß haben und über unser Mevlana vieles wissen. Ja, weil meine Mutter gekommen ist und weil Döner gibt's und weil es Sommerfest ist. Und wir haben euch ja hier gesehen, ihr seid ja hier Mitwirkende bei dem Festival und ich wollte mal fragen, wer ihr so seid. Hallo, ich bin die Ebro und ich bin die Tuba. Und was macht ihr hier für Aufgaben? Also wir haben hier seit ein paar Tagen, tun wir die Stände hier aufbauen und haben uns schon früher getroffen und haben besprochen, was wir hier so verkaufen werden, also wie das aufkommt und so, das Marketing halt. Mein Name ist Petra Guttenberger, ich bin die hiesige Landtagsabgeordnete des Stimmkreises Fürth. Warum sind Sie heute hier? Ja, ich bin hier, weil ich das DITIB seit vielen Jahren kenne und weil ich es immer wieder schätze, mit den Mitgliedern hier auch auf einer niederschwelligen Art und Weise ins Gespräch zu kommen und mich über Entwicklungen zu informieren. Und manchmal kann man auch miteinander ein Stück des Weges gehen, um Fürth fortzuentwickeln. Also wir verkaufen jetzt hier für unsere Jugend, ich nenne mal für unsere Jugendabteilung hier ein bisschen Slush-Eis und ein bisschen Süßigkeiten, Süßigkeitenspieße und hoffen, dass es hier eben gefällt. Ja, und verdienen damit eben Geld, um eben unser Zimmer, um für unser Zimmer eben neue Sachen zu kaufen, damit wir eben mehr Jugendliche anziehen. Ich bin hier auch aus der Jugendabteilung im Vorstand und helfe meinen Freunden bei der Arbeit. Und ich mache gerade ein Interview. Ich mache heute hier einen Tupperware-Infostand. Oh, ich bin hier gewissermaßen der Hausmeister. Mein Name ist Orhan auf Türkisch, auf Deutsch Olaf. Und ich soll mich auch ich kümmere mich um alles ein bisschen. Normalerweise, wenn kein Sommerfest ist, dann ums Teehaus auch, Gartenanlage und die Moschee oben dann.